Wie du so, ne? Nice. So, was du doof, was du nach einer buchst, sag ich einfach, gell? Alrighty. Alles gut? Alles gut. Bam! Feel Good Podcast mit dem Stress. Welcome! Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gern. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist ein Tag vor Album-Release. Wie fühlt man sich so? Immer nervös. Immer? Immer. Egal, wie viel der Album? Ja, aber es ist genau auch gleich mit den Konzerten. Es ist egal, wie viel der Konzerte, ich bin immer noch nervös, bevor ich auf ein Konzert gehe. Und ich, vielleicht ist es auch etwas, die ist gesund eigentlich, weil es heißt, das ist wichtig für dich. Und yeah. Du willst auch, dass alle die Leute, die arbeiten auf die Projekt, können stolz sein, weil es fließt viel Herzblut da drin. So. Das vergisst man ja gern, dass noch andere Menschen involviert sind. Ja, und das ist wirklich der Punkt. Es gibt die Seite von dem Management, die Seite von dem Label, es gibt meine Band auch. Es gibt die Produzenten sind oder die Künstler, die sind dabei. So eigentlich am Ende, es ist schon eine Truppe von 40 Leuten. 40? Boah. Ich weiß bei mir, ich meine, ich habe wirklich sehr, sehr small business sozusagen. Und der Traum ist immer, dass man irgendwie selbstständig ist, dass man das macht, was man unbedingt will und liebt. Und gleich kommt dann eben mit Leuten, die man irgendwie drumherum hat, kommt dann eben auch so ein Verantwortungsgefühl. Absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil du bist dir, die gibt dir Impuls und dann hast du die Verantwortlichkeit und du bist auch dir, die manchmal sagt, okay, wir müssen dich wechseln, du musst weg und das sind alle die Dinge, die sind nicht angenehm, aber selbstständig zu sein heißt auch, diese Dinge das zu machen und du weißt eigentlich, wo dein Boot muss hin, egal wie viel sie sind, es ist immer noch dein Boot und du musst einen, wie zu sagen, einen konstruktiven Dialog haben. Ich brauche immer die gleiche Analogie. Ich sage immer, es gibt den Schiffskapitän und Steuerleute und Menschen, die irgendwie sonst am Deck noch etwas machen müssen. Aber zum Beispiel, ich habe diese Analogie nicht gern, weil es gibt diese Hierarchie über Dings. Yeah. Weil der Punkt ist, dass ich kann das zum Beispiel ohne Raffi nicht machen. Ja. Yeah. Und das ist wirklich, wir müssen verstehen, dass jeder hat seine Rolle zu spielen. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist für mich sehr wichtig, weil ich weiß, dass zum Beispiel in Deutschland, sie lieben Hierarchie. Und heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Aber es ist mehr, dass ich glaube, wir sind in einem Menschenbusiness. Und für mich ist es sehr wichtig, dass du hast eine menschliche Beziehung. Und es ist ein hartes Business. Und wenn die Person geht dir auf den Sack und du weißt, okay, ich muss das machen, es ist auch nicht so cool. Und ich glaube, du holst nicht das Beste von der Situation raus. Wenn du hast diese starke Hierarchie. Das glaube ich auch. Ich glaube, es ist am Schluss vom Tag ist ja gleich wichtig, dass jemand die Entscheidung fällt. Also eben, wie du sagst, am Schluss musst du ja auch anstehen. Mhm. Und es ist ja dann, also jetzt zum Beispiel mit dem Album, es ist ja dann Stress, steht vorne drauf. Also bist ja gleich du der Kopf. ja. Für die meistens von den Impulsionen. Mhm. Aber zum Beispiel, es ist auch sehr gut, du hast einen Manager. Und er ist nicht nur hier, um deine E-Mails zu antworten. Er ist eigentlich ein Teil von der Strategie und sagt dir, hey, ich finde, das ist blöd, wie wir sind das am machen, wir müssen das wechseln oder wir müssen diese Volumen für diesen Marketingplan größer machen und dort weniger. Und alle diese Strategien hast du manchmal als Künstler auch nicht im Kopf, weil du bist eigentlich sehr beschäftigt, um zu erklären, um was geht in dieses Lied und so weiter und so weiter. das ist etwas, was ich für mich gemerkt habe, das hast du sicher auch schon gemerkt. Man kann ja sowieso nicht alles selber machen und man kann nicht alles selber wissen. So, und am Anfang hast du das Gefühl, ich kriege das alles an und ich weiß ganz genau, wie das funktioniert. Und mit der Zeit, man muss wie offen sein für einen Diskurs und man muss offen sein für andere Meinungen und die dann auch
sich zu Herzen nehmen, also wirklich zu sagen. Ja, und es ist dein Projekt, aber es geht manchmal nicht an dir. Weil du hast schon die Musik gemacht, die Musik ist da und die Musik ist für die Leute. Ja. Und der Punkt ist, dass, wie bringen wir das eigentlich zu den Leuten im besten Weg und wie können wir diese verschiedenen Punkte connecten. Und das ist eine Teamarbeit. Ja. Ist jetzt eine andere Arbeit gesehen für das Album wie sonst? Ist das Vorgehen immer das Gleiche oder gibt es verschiedene Herangehensweisen? Ich glaube, es waren zwei verschiedene Seiten von meinen persönlichen Seiten. Zum Beispiel das letzte Album, ich war in einer Depression, wenn ich habe es geschrieben und seit 2 Jahren, ich bin eigentlich draußen von das. So, ich bin eigentlich sehr klar mit was ich will, wo ich will hin, mit wem ich will schaffen und wie ich sehe Dings. So, das macht meinen Job eigentlich das ist viel, wie soll ich sagen, einfacher für mich, weil ich habe auch viel mehr Selbstvertrauen. Und dann gibt's die andere Seite, auch seit 2-3 Jahren. Wir haben in die Management-Team sehr viele Änderungen gehabt. Und ich habe wirklich realisiert, ich habe gebraucht oder wir als Team haben gebraucht diese 2 Jahre, dass wir können uns kennenlernen, dass wir fühlen uns als Menschen, wir müssen doch durch verschiedene Erfahrungen gehen. Und das macht ein Team strong. Und das ist wirklich der Punkt, dass, ja, du kannst Leute wechseln wie Schachspieler und so weiter. Aber eigentlich brauchst du diese Zeit, dass du kannst diese menschliche Seite oder die menschliche Zusammenerfahrung aufbauen. Und wie hast du das können machen? Zum Beispiel in meinem Team mit dem Management. Früher habe ich einen Manager gehabt, der Erik, er ist wirklich wie ein Freund sie und wir waren sehr eng und wir haben auch strittet und so weiter. Und jetzt habe ich ein Team, die ist mit der Oli, der Sarah und der Sherlin und auch jetzt gibt der Booking, der Tona und alle eigentlich, diese Leute sind neu. Mhm. Und zum Beispiel, während ich sing mein Song, war Sarah dabei. Und wir haben schon seit 1 Jahr zusammengearbeitet. Aber in diesem Moment bist du die ganze Zeit zusammen und du siehst eigentlich, wer ist diese Person? Sie sieht, wer ist eigentlich anderes und nicht nur Stress. Und ich finde, das ist sehr interessant, weil dann wachst du zusammen, weil ich habe diese Person wirklich gern. Und es ist nicht nur, dass, ja, mich zusammen, kannst du mich mit das helfen und so weiter und so weiter. Und diese Seite von die Zusammenarbeit, es ist sehr wichtig. Und ich habe das mit der Oli gehabt, mit der Sarah, mit der Sherlin. Es ist wirklich, die Zeit und die Erfahrung, das mitteilt, macht oder definiert die Kraft von meinem Team. Mhm. Was hätte denn damals zu dem, ich sag's mal, Wechsel veranlasst, dass du gefunden hast, es muss jetzt irgendetwas anderes sein? Weil, wenn du ein bisschen Business seit lang und ich, nächstes Jahr für mich ist 20 Jahre Stress, aber war schon immer früher, du kannst sehr glücklich sein, wenn du hast jemand in deinem Team für 2 Jahre. Dann 15 Jahre ist schon wow und dann 18 Jahre ist like und es, weil es ist normal, dass das ist nicht nur ein Job, das ist ein nicht, wie zu sagen, es gibt auch die Privatleben und es gibt Leute, die wollen andere Dings für sich und es ist egal, wie lange sie zusammen geschafft, weil du hast eigentlich so lange zusammen geschafft, du weißt, was diese Person will, du weißt die Beste für diese Person. Auch wenn es heißt, dass vielleicht in diesem Moment es ist nicht optimal für dich, aber du weißt, dass du wirst ein neues, wie zu sagen, System finden. Yeah. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass manchmal kommt alles zusammen und wechselt sich alles zusammen in die gleiche Zeit. Und dann hast du manchmal schwierige Momente. Aber ich habe wirklich auch viel Geduld gelernt in den letzten 2 Jahren. Und ich bin mega froh, wo wir sind, zum Beispiel die Einstellung, dass wir haben in unserem Team und zum Beispiel auch im Label. Wir haben ein paar neue Leute, zum Beispiel Burak. Er ist wirklich ein toller Typ, bringt neues Energie und ich bin ein sehr treuer Mensch und manchmal ich denke, ich will nicht wechseln, weil ich bin treu und einfach auch ich liebe, wenn ich bin gewöhnt zu etwas, dass es bleibt so. Aber ich habe wirklich gelernt, dass wenn Dinge sich ändern, manchmal ist es wirklich nicht unbedingt für etwas schlechter. Ja.
Es ist ja auch irgendwie zusammenhängend mit einerseits, was du für eine Entwicklung machst als Mensch, als Künstler, was eben die Menschen um dich herum für Entwicklungen machen. Ich meine, schon nur, wenn jemand konstant bei Gigs dabei ist und eine Familie gründet, dann wird es schon mal schwierig, dass die Person dabei ist. Und ich glaube, der andere Faktor ist auch, wenn du jetzt bald 20 Jahre in der Musik bist, wie das ganze Business sich konstant auch verändert. Ich meine, wenn ich überlege, ich bin ein Stück weit mit dir aufgewachsen und ich habe noch CDs von dir daheim. Ich weiß nicht, wie viel CDs heutzutage noch überhaupt rausgegeben werden, oder? Ja, ich glaube, das ist ein Teil auch von dem Rezept, dass du bleibst relevant. Yeah. Und aber ich habe auch realisiert, es kann nur passieren, wenn du hast ein ehrliches Interesse für das. Weil du musst wirklich interessiert sein. Es ist wie in Musik. Du kannst einen alten Sock nicht sagen, okay, ich weiß, wir müssen das ein bisschen so machen und dann machst du so. Und das ist dann sowieso scheiße. Jeder sieht das. es ist wirklich, du musst die Person, du musst Interesse haben, Folge, und dann ist es auch eine natürliche Entwicklung für dich. Und für dich ist es nicht, oh, sie machen das so jetzt, das ist, ich habe das entdeckt. Mhm. Alles ist eigentlich wie ein Fluss. Es ist ein natürliches Weg. Sag, ja, jetzt sind wir da, weil früher waren wir da, und für ein bisschen hier haben wir die 808 so gemacht. Mhm. So, ich glaube, das ist wirklich die Teil, wo du musst diese natürliche Interesse haben. Du kannst das nicht spielen. Und ja, die Business hat sich geändert und du musst schauen, wie kannst du mit deinen Prinzipien und deinen Werten in diesem Business existieren. Mhm. Und es ist auch eine Realität, dass zum Beispiel Social Media spielt eine richtig wichtige Rolle, wie zum Beispiel die Künstler von heute sich sehen. Eigentlich, sie sind 100% in dieser Mentalität, wo ich bin, mich am Verkaufen. Mhm. Und zum Beispiel, wenn du würdest, eine Indie-Band von den 90er, sie sagen, nein, kein Geld, kein Foto, kein Nüt. Weißt du, weil ich bin hier für meine Musik. Ich mache ein bisschen lustig über das, aber es war diese Extrem, wo man ist nur ein Künstler. Yeah. Ich sing dir einen Song, frag mich nüt. Meine Geschenk zu dir ist mein Song. Yeah. Und dafür waren auch viele Bands eigentlich sehr schrecklich wie im Interviews. Yeah. Weil sie, okay, ich bin nur ein Sänger. Mhm. Hast du mit dem früher auch Problem gehabt? Hast du auch gefunden, ich will nur die Musik Ich glaube, die Mentalität zum Beispiel in die Hip-Hop-Welt war schon anders, weil wir kommen von einem Punkt, in unserer Kultur und eigentlich ich auch, ich hatte nichts. Und ich bin in ein Land gekommen, wo ich hatte alles zu erreichen oder zu realisieren. Und es ist genauso mit wo Hip-Hop kommt in Amerika, am meisten von Leuten, sie kommen vom Nichts und sie müssen etwas machen. So, deine Drive ist eigentlich um 100. Es ist nicht like, ich gebe dir nur Musik und dann haben wir eine gute Zeit. Nein, ich denke an meine Mutter, ich denke an meine Schwester, sind sie okay, haben sie genug? Wie machen wir in 10 Jahren, was planen wir? Und so. Die Push ist voll anders. So, für mich, es war eigentlich normal, dass, ja, ich bin hier, um Musik zu reden, ey, hast du meine Konzerte gesehen? Du musst auf meine Konzerte geben. Und die neue Platte, die neue Version, kannst du checken. Wir haben Pullis auch. Mhm. Es ist eigentlich, du bist in dieser Mentalität, wo du bist dich am Pushen. Ja, vor allem, früher hast du ja, eben Social Media ist quasi der Direktkontakt gesehen mit Leuten, oder? Ja, absolut. Was ich spannend finde, ist, was du gesagt hast, dass du in die Schweiz gekommen bist, dass du alles kannst erreichen in der Schweiz. Und lustigerweise sind Menschen, die in der Schweiz geboren sind, selten mit dieser Mentalität. Weil sie irgendwie schon viel haben. Ja, ich glaube. Und das ist, weißt du, ich sage es so, es klingt vielleicht ein bisschen aggro, aber es ist mehr, dass
wenn du kommst vom Nüt und du hast die Möglichkeit, du findest das, wow, ich kann das machen, wow, ich kann studieren. Welche Leute, wenn du kannst sowieso studieren, du sagst dich nicht, wow, ich kann studieren, ich freue mich. Genau. Aber für mich es war das, weil es ist eine Möglichkeit, ich hatte überhaupt nicht, von wo ich komme. Mhm. Und ich glaube, es ist wirklich gut zu reisen zum Beispiel. Ja. Es ist gut zu reisen, weil du realisierst eigentlich, wie viel du hast und wie dankbar du kannst sein. Und wir waren gestern in Emmental und ich sage, eigentlich ist Zürich auch schön. Ich sage, es heißt nicht, dass Emmental hässlich ist, ja, aber für mich, die Person, die ich bin, sage, ich glaube, ich würde nicht so unbedingt leben, es ist wirklich zu weit für alles. Ja. So, ich bin dankbar, dass ich bin in einem Ort, wo es läuft viel. Und es ist alle die Bewegungen von manchen bringt eigentlich sehr viel. Und ich glaube, das ist genau die Gefahr, die wir haben in unserer Gesellschaft. Wir haben eigentlich unsere Route, die machen, und wir sagen, am Ende des Tages sind wir wie ein Hamster in one of these wheels. Mhm. Und sind wir eigentlich nur am Rande, jedes Tag ist es gleich. Und wir checken gar nicht, warum wir machen, was wir machen. Ja. Ich glaube, das hätte die letzten zwei Jahre hat das einem ja ein bisschen gezeigt, dass du auf einmal bist du konfrontiert gesehen mit dem Leben, wo du dir ausgesucht hast, weil du hast nichts anderes können machen. Ja. Das heißt, du bist dann auf einmal in dem Leben drin. Und dafür haben auch zum Beispiel so viele Leute ihren Job geändert. Ja. Und sie haben, wenn du schaust, auch in Amerika, es hat nie so viele Leute, die haben gegründet. Weil ich glaube, es geht wirklich um das, dass sie haben realisiert, eigentlich bin ich nicht happy mit was ich mache, weil früher habe ich alle die Entertainment gehabt, dass ich kann vergessen, was ich mache, aber jetzt bin ich 100% konfrontiert und das ist eigentlich die Basis oder der Main Teil von meinem Leben. Ja, es ist eigentlich, wenn du oft schaust in Zukunft und findest, ich muss das jetzt machen, damit nachher dann das passiert. Aber das Problem ist, wenn dann in dem Moment, wo du etwas machst, wo du nicht gern machst, Pause gedrückt wird, dann eben merkst du, oh shit, das will ich gar nicht. Ja. Und auf der anderen Seite, wie zum Beispiel auch bei dir, hat es sicher auch gezeigt, das, was ich mache, will ich weitermachen, will ich es geil. Absolut. Finden. Und weil wir waren zum Beispiel auf der Tour, ja, und dann ist der Lockdown gekommen, und am Donnerstagabend, ich war mit meiner Agent am 11.30 Uhr am Telefon, ich glaube, die Konzert für morgen, wir müssen canceln, ich spüre es nicht. Mhm. Ich habe mit einer meiner Jungs gesagt, sie sagt, ja, danke, dass du hast angerufen, und fünf Stunden später war es sowieso gesperrt. Und dann, ich war zu Hause, Lockdown, fuck, ich habe die ganze Bühne aufgebaut, investiert, da, und alles ist am Arsch. Und du bist like, okay, was mache ich jetzt? Und weil ich liebe, was ich mache, ich sage, wir machen neues Musik. Es war eigentlich gar keine Frage. Und drei Wochen später haben wir die Albumprozess angefangen und ich glaube, das ist wirklich die ich schätze sehr viel in meinem Leben, dass ich weiß, dass was ich mache, macht mir mega Freude und es ist ein riesiges Challenge, weil du musst auch dich konstant entwickeln oder wie zu sagen, ja, du musst dich entwickeln, weil du musst auf dich schaffen und ich glaube eigentlich, es ist ein gesundes Mix. Es ist nicht immer etwas easy, aber wenn man sucht easy, bekommt es auch sehr schnell langweilig für mich. Ja, und ich glaube, dann geht mit der Zeit das Zeug zusammen. Man merkt es vielleicht nicht von Tag zu Tag, aber so auf die Länge wird es dann immer ein bisschen weniger und es funktioniert irgendwie alles ein bisschen weniger, weil man in dem Komfort sich irgendwie bewegt. Ja, und raus vom Komfortzone ist die einzige Ferien, wir sollten nehmen. du bist ja sehr ehrlich mit zum Beispiel deiner Depression, die du gehabt hast. Wie ist jetzt für dich zum Beispiel der kreative Prozess gewesen, in einer Depression ein Album zu machen und im Wissen, dass du das mal gemacht hast, jetzt ohne, ist das denn so noch befreiender? Ja, es ist mehr das. Wenn ich aber das vorher gemacht habe, ich habe wie, muss alles rauspressen für mich. Mhm. Und in dieses Prozess, dieses Jahr, alles ist rausgeflossen für mich. Und ich finde es sehr befreiend. Und auch
zu sehen, dass du hast etwas, es gibt dir wirklich viel Selbstvertrauen. Und das war eigentlich der Punkt, die war für mich die wichtigste, dass du findest diese Selbstvertrauen. Und es ist wahr, dass wenn du bist in Depressionen, du fragst alles nach. Und es ist gar nicht wirklich möglich, eigentlich die richtige Musik zu machen, weil du bist da, aber du bist nicht wirklich da. Ist das so? Ja, du bist in deine... Du bist halb mit deinem Kopf hier und mit halb deinem Kopf bist du am Denken über andere Probleme, wo du hast. Und wo die, wenn die Seele leidet, du bist nur ein halber von dir. Okay. Es heißt ja oft, dass zum Beispiel gerade in der Musik, dass das aus Depressionen und so extrem viel kann entstehen. Ja, es ist wahr, aber ja. Es ist durch den Prozess. Es heißt, dass es ist ein Teil, die ist hinter dir. Mhm. Wenn du schaust, zum Beispiel auch Red Hot Chili Peppers. Es gibt klare, wenn du lässt die Biografie von Anthony Kiedis und erzählt jedes Album und so weiter. Jedes Album, die waren voll am Drogen, war einfach scheiße. Und alle die Album, wo sie haben gerade diese Drogenperiode prozessiert und sie waren eigentlich besser, waren die beste Alben. Yeah. Es heißt nicht, dass die andere Moment war nicht ganz nah, aber sie waren nicht gerade inne. Yeah. Ja, da bin ich eh fasziniert, wie irgendwie gewisse Musiker sogar auf Drogen können Konzert gehen und irgendwie. Du kannst alles machen, wirklich, aber am Ende ist like, wie gut ist das? Yeah. Und ja. Es ist auch wahr, dass es gibt Leute, die sind wirklich besser als andere mit dem. Es ist wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal eine Typfrage. Ja. Quasi. Was ich krass finde, ich meine, ich kann es mir im ganz, ganz Kleinen vielleicht ein bisschen vorstellen, aber du bist so bekannt. Wenn du irgendjemand rumlaufst, dann wissen die Leute, da ist Stress. Und wenn du dann aber selber mit irgendwie psychischen Problemen am Kämpfen bist, dann ist das wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, also du musst sagen, aber ich kann mir vorstellen, das ist dann noch wie ein grösserer Druck dazu, weil man muss sich ja irgendwie in der Öffentlichkeit verhalten, man muss irgendwie, keine Ahnung, wenn du einkaufen und so weiter und so fort. Ist das zusätzlich belastend gesehen? Oder hast du von dem irgendwie keine Energie holen? Oder wie ist das gesehen für dich? Ich glaube, ja, es war nicht optimal, aber wenn du bist in Depression, gehst du auch nicht so viel raus und du bleibst in einem sehr kleinen Kreis. Ja. Yeah. Und ja, es war, wie zu sagen, nicht unbedingt eine tolle Zeit, aber jedes Ding hat einen Preis. Und manchmal, man lernt nur vom schwierigen Zeiten, man lernt nicht vom, wenn du kannst. Ja. Du hast einfach können. So ja, es war nicht so cool, aber ich finde, dass die Leute sind auch eigentlich nicht in die Schweiz, weißt du, es nicht zu fest und wenn du siehst, dass du bist nicht in the mood, ist alles gut. Ja. Yeah. Ist das für dich auch ein Teil gesehen, zum aus der Depression rauszukommen, zu merken und zu akzeptieren, dass das nicht immer alles nur Sunshine kann sein? Aber ich weiß, dass alles nicht Sunshine, seit ich sehr klein bin. So, das war kein Problem. Es war mehr eigentlich, ich glaube, zu akzeptieren, dass es gibt Dinge, dass ich habe noch nicht erlöst und ich muss auf sie schaffen. Ja. Und das braucht Mut und Zeit und Kraft. Und wenn du bist zum Beispiel sehr fokussiert auf deine Karriere, du tust sie auf die Seite. Mhm. Und jetzt kommt immer ein Moment, wo du kannst sie nicht mehr auf die Seite tun und du musst sie handeln. Und ich glaube, das war meine Periode von diesem Problem. Und jetzt bin ich wirklich in einem Moment, wo ich freue mich auf was kommt und was wir machen und alle die verschiedenen Projekte. Und ich weiß, es würde auch Momente geben, wo ich fühle mich so ein bisschen leer und wieso macht alles das Sinn? Mhm. Aber ich habe gelernt, wie solche Gedanken auch zu handeln. Und nicht, dass meine Gedanken definieren nicht, wer ich bin. Es sind nur Gedanken. Sie kommen, sie gehen. Aber wenn du akzeptierst diese Gedanken nicht, sie bleiben immer eigentlich, weil du ignorierst sie und sie sind nicht gehört. Es ist wie ein Kind, weil du die ignorierst. Sie sagen, like, hey, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich sage, like, Mann, was willst du am Ende? Mhm. Und du musst diese Aufmerksamkeit geben,
zu, wie zu sagen, zu diesen Momenten oder Situationen oder Gedanken. Und dann können sie wieder gehen. Hast du das Gefühl, es ist gesehen, weil du so karrierefokussiert gesehen bist? Ja, weil du bist gestresst, du hast viel zu tun und das ist nicht die Priorität. Wie ich mich fühle, ist eigentlich nie die Priorität, weil es ist ein hartes Job. Es ist dir, ihr, alle egal, ob ich müde bin oder ob ich Lust habe, auf diese Konzerte zu machen oder nicht. Mhm. So, du bist like, ja, sicher mache ich das, weil ich liebe, was ich mache und ich habe Respekt für was ich mache und liebe euch auch. Aber mir geht's nicht gut. Mhm. Aber dann bist du like, Bro, du hast so viel Glück, dass du kannst das schon machen, so halb Schnur. Und dann hältst du die Schnur. Aber es kommt ein Punkt, wo du musst auch rausfinden, okay, jetzt kann ich das so nicht mehr funktionieren und vielleicht muss ich ein bisschen mehr Zeit für die andere Seite und nicht die Stressseite haben. Ja, das klassische irgendwie Peak Performance heißt so, ja, ne? Absolut. Dass der für eine gewisse Zeit voll und ganz dich auf das einlässt, aber dann auch wirklich suchst, wieder Downtime zu haben. Ja, ja. Und das Problem ist ja oft, dass man irgendwie in unserem Brief hast du sehr lang am Stück Downtime. Und dann hast du sehr lange am Stück Peak Performance. Ja. Und irgendjemand dort muss man eine Balance finden, dass man auch in der Zeit, wo zum Teil monatelang kann sein, von ja. Peak Performance, dass man dort irgendjemand. Absolut. Und Ruhe ich glaube, das ist auch etwas, wo du musst streng mit dich sein und sagen, okay, ich brauche Schlafen, ich brauche Sport, ja. Ich brauche Lachen. Und du kannst nicht zu streng, oder du musst eigentlich, das ist die komische Seite, du musst mega diszipliniert sein, aber du kannst nicht zu böse mit dich sein, weil wenn du bist zu hart mit dich selber, es kommt auch nicht mehr schön. Es ist wie ein, wie zu sagen, ein Ross, du bist immer noch tsch, tsch, yeah. Tsch. Dann hat der Ross, ja, ich lass mich in Ruhe, ich weiß, ich muss ran. Ist gut. Es hat ja sicher auch mit ich nenne es immer Selbstliebe. Und ich muss immer dazu erklären, dass Selbstliebe nicht heisst, man ist selbst verliebt, sondern man akzeptiert sich selber. Auch mit Fehlern. So wie du andere Menschen liebst und die auch nicht perfekt sind. Absolut. Ist man das mit sich selber oft eben viel, viel zu wenig und viel zu streng. Das ist eigentlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft, die sich in sich verliebt zu sein oder sich lieben. Und ich glaube, viele Menschen verstehen dieses Konzept gar nicht. Weil das Problem ist, dass Selbstliebe, es ist wirklich viel Arbeit. Und du musst viele Dinge in Frage stellen, um die richtige Antwort zu bekommen. Und manchmal hast du die Antwort auch nicht gern. Mhm. Weil manchmal machst du Dinge, die sind eigentlich voll fucked up. Oder wie du dich benimmst, ist eigentlich unkonstruktiv. Mhm. Weil die Weg zu Selbstliebe geht eigentlich durch alle die anderen Dinge, wo du machst falsch auch. Mhm. Weil du musst Ruhe finden dort und um dich zu lieben, musst du sehr klar mit alle deine Bewegungen sein. Ja. Aber ja, die selbst, und wenn du bist selbst verliebt, es ist mehr okay. Es ist ein Unterhaltig und du unterhaltest dich und die anderen. Und ich glaube, die Risiko ist, am Ende ist das, du weißt eigentlich nicht mehr so klar, wer du bist. Yeah. Du bist nur ein Produkt für diesen Moment, für das Leute dich gern haben. Und das ist in einer Gesellschaft, wo man redet sehr oft vom Werten über sich selber und da, seid nett zueinander und alles tönt so tief, aber alles eigentlich ist so tief wie das. Es ist so. Es gibt eine oberflächliche Arbeit und ja, ich verstehe dich, höre dich, aber hörst du mich wirklich? Ja. Yeah. Und stellst du dich wirklich in meine Schuhe? Und es heißt nicht, dass wir müssen das systematisch machen, aber für mich ist es mehr wichtig, dass in meinem Job, du hast so oft zu tun mit Arschlöchern. Aber sie sind nicht Arschlöcher, weil sie sind böse Menschen, weil sie sind einfach, sie checken sich selber nicht. Ja. Yeah. Du checkst dich selber, fragst dich, was du bist, mich am Fragen. Mhm.
Nur eine Sekunde. Es ist, es sind dann oft, also ich bin mir zum Beispiel früher so gesehen, es ist dann irgendwie wie ein Produkt, das man kreiert hat. Ja, und ich glaube, das ist auch manchmal die Problem, dass es gibt so viele von diesen Menschen, sie sind so gewöhnt, ein Produkt zu kreieren. Und dann, ich bin kein Produkt, die ich habe kreiert. Ich bin wirklich, wer ich bin. Ja. Und es, dann erzählen dich, ja, und dann machst du auch so. Ich sag, nein. Und dann sag ich, wieso? Nein, wieso? Weil ich musste einfach kein Produkt machen. Meine, unser, wie zu sagen, Motto ist eigentlich, dass mehr geben zu den Leuten, wer wir sind, weil die Ehrlichkeit hilft die Leute durch die Tag. Mhm. Und es ist kein La La Land und wir sind nicht am dich zu verkaufen, die bessere Version von mich, die existiert gar nicht. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, wo die Leute sollten manchmal sich checken, warum mache ich, was ich mache, wer will ich eigentlich sein und wer will ich, nicht durch den Druck vom anderen. Und ich glaube, was du vorher angesprochen hast, Social Media ist in dem Punkt natürlich crazy, weil man ja sehr stark entscheiden kann, wie man sich darstellt und wie man sich anderen Menschen präsentiert. Viel mehr, als wenn man auf dem Gespräch ist oder so. Weil das kannst du nicht so lange die Fassaden aufrechterhalten. Mhm. Aber Menschen, die man nicht kennt, können dir tagtäglich eben eine La-La-Land präsentieren. Ja. Wo nichts mit der Realität zu tun hat. Ja, und es gibt diese Lieb-Hass-Beziehung zwischen sozialen Medien, aber und ich, Grund ist, dass ich auch konsumiere das. Und ich auch bin ich am sagen, was bin ich am machen, Bro? Und weil ich glaube, es ruft zu unseren Basis-Instinkten oder so. Die Seiten, die sind nicht so schön in Menschen. Mhm. Und eigentlich, die Algorithmen hat das voll analysiert und schafft uns wie Nutten. Er ist die Pimp und wir sind Nutten. Ja. Und ich glaube, die Algorithmen weiß genau, was er muss sagen. Und wenn du sagst, auch alle die. Es gibt eine interessante Ding auf Netflix, aber über Social Medien, wo sie zeigen, wie es funktioniert. Ja. Yeah. Wie, ja, Social Network, klar. Etwas so, ja. Und du siehst, dass eigentlich die Algorithmen sucht immer diese Interaktion für dich. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich der Punkt. Wenn ich aber die TED Talk gemacht, ich habe geredet von dieser Seite, dass wir leben in einer exponentiellen Welt, wo alles wächst exponentiell schnell. Aber wir sind immer noch lineare Menschen. Ja. Yeah. Und wir haben nicht eine Update gehabt in unseres Hirn. Die Hirn, die wir haben, ist genau der gleiche, die 200 Jahre vorher. Ja. So, ich glaube, wir haben kreiert etwas, die wir können nicht eigentlich prozessieren. Weil eigentlich, wenn du weißt, dass ein Mensch kann mit zwei Leuten reden, wenn es gibt eine dritte, sie verliert halb von der Information, weil wir haben eine CPU, wie jeder Computer, und diese CPU kann nur 92 Bits prozessieren, etwas so. Yeah. Und das ist eigentlich unsere Limitation. So, wir haben irgendwie geschafft zu kreieren ein System, die geht zu schnell für uns. Und dafür sind wir wie kleine, weißt du, wenn du hast ein Kratz zu Hause, du weißt, so dumm, schau, er kommt jedes Mal. Aber wir sind genau der Kratz in diesem System vom eigentlich alles, um was geht mit Algorithmen. Yeah. Wir haben etwas kreiert, die wir sehen nicht mehr und wir sehen nicht mehr, dass wir spielen uns selber. Vor allem, weil es in so kurzer Zeit passiert ist. Oder? Wenn du siehst, wie ja, genau. Von Radio über Fernsehen zu dieser Welt, wo wir jetzt sind, das ist so schnell passiert. Und wie du sagst, das menschliche Hirn, ich weiß nicht, wie viele hundert Jahre es bräuchte, dass sich das auf das könnte überhaupt anpassen. Es ist immer noch der gleiche Hirn. Ja. Die Vater von deinen Großeltern und sein Vater, aber ein viel die Leben, die sie haben gehabt, war eigentlich die gleich, yeah, fast. Aber dein Leben und die Leben von deinem Vater, es ist voll anders. Yeah.
er sagt ja, was meinst du, Bumble, ich weiß nicht, weil Tinder oder jetzt wissen sie Tinder oder aber es gibt so viele Apps, es gibt so viele Möglichkeiten, man muss Dinge nicht mehr kaufen, man kann sie lernen. Es ist, wie zu sagen, ein ganz anderes Welt. Es ist in die, wir sind wirklich in diese Teil von die Kurve, von die Exponentiell, wo es geht sehr schnell. Mhm. Und das ist da auch ein Problem für die Kohäsion, dieser Zusammenhang von unserer Gesellschaft. Und dafür haben wir mehr und mehr Bubbles, wo die Leute auch über Informationen, sie glauben nur an das, weil sie eigentlich verstehen die andere Welt nicht mehr. Yeah. Und dann hast du diese Fission oder diese Breakups in Gesellschaft, die sind eigentlich ein Problem für uns. Und das kommt von Technologie. Und das kommt vom, auch von Typen wie Mark Zuckerberg. Die sind mega nett, ich bin sicher, aber die sind über... Bin mir zu sicher. Ja, für mich. Ich habe in meinem Song geschrieben, man sollte den Mark Zuckerberg töten. Aber es war wirklich wie im Symbol in diesem Film Terminator 2. Mhm. Sarah Connor ist zurückgekommen und sie wollte diesen schwarzen Ingenieur töten, weil er hat diesen Chip kreiert, yeah, die würde die Zukunft ficken. Yeah. Und ich glaube, in diesem Fall ist wirklich diese Analogie mit Mark Zuckerberg, und ich weiß, wir sollten nicht den Mark Zuckerberg töten, wir sollten nur in seine Iste pissen. Es ist der Punkt, dass die Leute, die sind verantwortlich für die Definition von unserer Gesellschaft in die Zukunft, sind unter so viel Druck, um ein Resultat zu produzieren. So als Mensch, du bist nur ein Mensch. Er hat auch 92 Bits Prozessor. Ja. Er hat nicht ein anderes Prozessor als du. So, er ist konfrontiert so, mein Gott, die Welt wird so gehen. Und aber hier in die Präsent, sie sind mich am Plage und sagen, Mark, du Loser, hast du gesehen, wie viel Prozent wir haben verloren gestern auf die Börse? Weißt du, wie viele Millionen das ist? Und er ist auch nur ein Mensch. Und das ist die Problem, dass wir sind in diese Geschwindigkeit, wo alles geht ein bisschen zu schnell und wir... Ich weiß nicht, wie das würde gehen. Ich glaube, es wird einfach mehr und mehr Bubbles geben und die Leute leben in ihre Bubbles und sind eigentlich konfrontiert mit was sie können managen, weil diese Bubbles sind da, weil in dieser Bubble kannst du deine Welt managen. Ja, ich glaube, das ist auch das Faszinierende, zum Beispiel jetzt mittlerweile auch an gewissen Newsportalen, wo ja schon die Nachrichten auch aufgrund vom Algorithmus auf die zuschneidet. Yeah. Dass du ja dann auch nur noch die News kriegst, die irgendwie die interessieren, deine Meinung repräsentieren. Und das finde ich kriminell. Yeah. Weil wir machen, was das tötet, ist, es tötet Facts. Yeah. Was ist ein Fakt? Und durch die Algorithmus sind die Leute nur am Bekommen, was sie fühlen. Und es ist wie Donald Trump, der sagt, ich fühle, dass es ist so viele Leute. Nein, Bro, sie waren 4, sie waren nicht 400. Es ist ein Fakt. Ja, aber I feel like, es ist mir, das ist genau etwas, die ist mega gefährlich für uns, weil um uns zu handeln, auch für die Zukunft, und wie können wir Things planen und die richtige Entscheidung treffen, wir müssen eigentlich zu... Es ist immer basiert auf Fakten. Und es ist okay, wenn du verstehst die Fakten nicht, dann nehmen wir ein bisschen mehr Zeit. Aber du kannst nicht sagen, ich verstehe es nicht, so ich ändere die Fakten oder ich nehme die Fakten, die ich verstehe. Yeah. Oder die Fakten, die haben eine Resonanz mit etwas, die ich glaube. Auf was sind deine Glauben basiert? Es ist nur ein Gefühl. Und 2 + 2 = 4. Ja. Yeah. Aber es ist schon spannend, wie also, Trump hat das sehr klar gezeigt, aber ich glaube, es ist schon vorher der Fall gesehen, dass Gefühle eben auf einmal mehr wert gesehen sind als Fakten. Ja, und in einer Welt, die ist dirigiert von auch sozialen Medien, die Gefühle sind die Dinge, die sind wichtig. Ja. Yeah. Und Fakten, wenn ich will, diese
4000 Likes habe, ich kaufe sie. Und auch die Kommentare, dann es sieht auch eigentlich echt aus. Und das ist Fakt, look, numbers don't lie. Ja, yeah, ja. Yeah. Und was ich dann aber schön finde, ist, ich meine, jetzt haben wir 2022, die Welt ist so, wie sie ist. Und logischerweise empfinde ich das, was ich mache, aber ich empfinde auch, Musik ist etwas, wo immer noch, ich sage jetzt, eine lineare, emotionale Connection kreiert. Mhm. Wo hoffentlich, aber ich nehme es auch nicht an, nie verloren geht. Es ist wirklich noch etwas, wo Emotionen aufbaut und sich nicht mit dem Ganzen drumherum muss beschäftigen. Wenn du einen Song machst, der mich berührt, genau, dann ist das eine Connection. That's it. Ja, es ist genau gleich, wenn du bist zum Beispiel in den Bergen und du siehst einen schönen Sonnenuntergang. Yeah. Das macht etwas mit dich. Ja. Yeah. Und das ist etwas, das ist, wie zu sagen, sehr schön und ich bin froh, dass wir können nicht monetisieren, die Sonnenuntergang. Die Musik können wir monetisieren. Und ich glaube, das ist etwas, die ist auch, wie zu sagen, manchmal, wenn ich rede mit Leuten vom Musikbusiness und Künstler, mhm, was ich oft höre, ist, dass wir haben den Eindruck, dass die Wert von Musik heute ist weniger als früher. Mhm. Aber es ist auch normal, weil du hast so viel mehr Musik. Ja. So, es ist mehr, dass es ist die Demokratisation von etwas und jeder muss seinen Weg in diese Ding finden. Manchmal finde ich eigentlich heutzutage schwieriger, gute Musik zu finden. Ja. Diese coole Bands und so weiter, weil es gibt so viel. Mhm. So, ich muss so viele filtern. Es gibt mir eigentlich viel Arbeit und früher habe ich viel mehr, wie zu sagen, Connecting Points gehabt, wo ich weiß, ich gehe dort und dort würden sie mich informieren über was cool ist. Yeah. Und ich kann ein paar Tipps von hier und da. Aber heute, es ist eigentlich überall, jeder hat seine Meinung, jeder sagt das und du bist ein bisschen, du musst viel mehr Energie investieren, um rauszufinden, was cool ist. Ja, und vor allem in dem Fall für dich auch als Musikkonsument, das ist ja dann nochmal etwas anderes. Also das eine ist, du musst, also du machst Musik, aber das andere ist, du musst irgendwie auch. Und ich rede in diesem Fall nur als Konsument. Ja. Ich sag, jede Woche kommt 200.000 Tracks raus auf Spotify. Und ich rede mit meinen Freunden, sag, hast du etwas cool gehört? Sag, nein, Bro. Wie ist möglich? Es gibt 200.000 Tracks, die sind rausgekommen diese Woche. Es muss etwas gut sein. Yeah. Wo ist es? Und ich glaube, es ist diese, wir haben diese Filters nicht mehr und es ist, heißt nicht, dass wir sind irrelevant und wir müssen nicht wo es schauen. Mhm. Es ist auch, es hat sich so fest verbreitet und du weißt nicht mehr, wo es suchen. Was ich aber geil finde, ist, wenn man dann mal einen Track findet oder eine Band entdeckt oder einen Künstler. Dann musst du wirklich nichts zahlen, um das zu hören. Das finde ich auch geil. Nein, aber dann hast du eine viel stärkere Connection. Ja. Also weißt du, quasi ja, durch den ganzen Wald von Bullshit ja, empfindest du etwas und das ist absolut dann, wow. Absolut. Und ich glaube, das ist auch die schöne Seite vom Spotify, weil du hast wirklich sehr viel. Und du kannst auch sehr viel zurück in die Vergangenheit gehen. Mhm. Es gibt nicht nur die neue Songs, es gibt auch viel Back-Katalog und du kannst wirklich mega coole Things entdecken von der Vergangenheit. Yeah. Und ich hatte nie Access zu das. Ich musste in so viele Record-Stores zu gehen, um diese Songs zu finden, zum Beispiel. Yeah. So, das ist wirklich toll. Vielleicht ist es mehr die Rhythmus, die wir haben im Moment und für eine Algorithmen wie Spotify, sie braucht, dass es läuft konstant, dass du hast konstant Neuheit. Das mhm, macht, was macht die Plattform auch relevant. Aber das heißt, dass die Künstler müssen immer liefern. Und yeah, wenn du schaust, wenn du machst eigentlich ein Album, auf Spotify ist die Release-Date von deinem Album die Tag des Todes dein Album. Weil dann ist nicht mehr neu. Und dafür, yeah, wenn du bringst ein Album raus, bringst du 6, 7, 8 Songs schon früher aus und dann hast du noch 8, 7, die sind neu, aber du musst wirklich
die Album bevor der Release Date schaffe, weil dann tut der Spotify dich in Playlist, weil jedes Mal ist etwas neu. Mhm. Na, aber dann, wenn du hast 8, 9, sie sagen, na, das ist, es passt nicht eigentlich zu dem Format. Ja. Und trotzdem hast du es so gemacht, weil dieses jetzige Album hat wie viel? 14? 14 Songs und wir haben schon 6 released. Ja. Yeah. So, wir haben kein Wahl. Doch. Das ist, und das ist auch etwas, man, wie zu sagen, du musst auch akzeptieren, wie die Welt funktioniert. Mhm. Ich, zum Beispiel, ich akzeptiere, dass Social Media, es ist etwas, die ist wichtig für wie Musik funktioniert oder wie die Communities funktionieren, mhm. habe ich auch, aber auch akzeptiert, dass ich bin schlecht mit dem. ich versuche meine Beste, aber ich weiß, es ist, wie es funktioniert im Moment. Mhm. So, ich finde, du kannst nicht nur bitchen und negativ sein. Es gibt auch positive Dings in jedem Ding, in jeder, wie zu sagen, Neuheit, mhm. wie zu sagen. Und du musst dich, wie zu sagen, wenn du willst, ein Teil von diesen Games sein, du musst dich auch anpassen, weil sonst bist du absolut irrelevant und alle die Arbeit, die du machst, macht keinen Sinn. Ja. Was ich aber extrem geil finde, ist, wenn du zum Beispiel ein Album rausbringst von 14 Songs, was eben schon fast nicht mehr der Norm entspricht heutzutage, weil eigentlich sollte es irgendwie EP sein und dann irgendwann in 3 Monaten nochmal ein EP oder immer wieder einzelne Songs. Wie ist das für dich künstlerisch gesehen? Habe ich das Gefühl, es passiert viel mehr, wenn man sagt, ich mache ein Album. Und man kreiert ganz viele Songs und beschäftigt sich wirklich, wie könnte die zusammenpassen, wie gehen die denn eben auf ein Album. Und ich habe zum Teil das Gefühl, so ich bringe alle 3 Wochen einen Song raus, das ist so, ich habe das Gefühl, es geht nicht ganz so tief in was künstlerisch kann geschaffen werden. Weil auf einem Album hast du dann mal einen Song, wo du nicht als Single würdest releasen. Aber er ist extrem wichtig. Ja, ist mega wichtig. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem mit alles, das berührt vom Algorithmus. Ja. Yeah. Zum Beispiel, groß zu werden auf TikTok, musst du diese Person folgen, diese Challenge machen. Und eigentlich, dann bist du eine Puppet. Und du machst nach, was die Community sagt. Mhm. Aber dann bist du nicht dein eigenes Mensch, eigentlich. Ja. Yeah. Du machst, was die Challenge von heute ist. Du machst den Tanz von heute mit dem Song von heute. Und ja, vielleicht einen Tag bist du die Person, die entscheidet nicht. Es ist ein Zufall. Plötzlich ist dein Song und plötzlich ist ich dein Tanz auch der Top-Tanz, aber dann gibt's einfach die nächste. Und das ist mehr der Punkt, wo mehr, wenn alles die ist mit Algorithmen, sie, um es zu funktionieren, musst du zu den Algorithmen passen. Yeah. Und ich habe wie irgendwie ein Problem, wo ich will einfach mich sein und ich will machen, was ich will und nicht unbedingt dass ich bin beeinflusst von einem Algorithmus, die ist eigentlich der Durchschnitt von meiner Menschheit-Behavior. Yeah. Und du fragst mich, ein Künstler zu sein und ein Unikat zu sein und in gleichzeitig sollte ich mich zu einem Algorithmus passen. Das funktioniert nicht. Für dich ist das wahrscheinlich so eine Entwicklung, weil du ja eben das miterlebt hast, vorher zu jetzt, und du kannst wie entscheiden, wo machst du mit und wo navigierst du dich durch. Hättest du, wenn du jetzt heute würdest anfangen mit Musik und du weißt all das, was du jetzt weißt, würdest du heute auch anfangen? Oder ist es, weil du schon gewusst hast, wie es früher gesehen ist, dass du das machst? Ich glaube, die Entscheidung geht wirklich um die Liebe. Yeah. Und das ist wirklich der Punkt, weil alle die Leute, die ich schaue, die finde geil und meistens von dem machen auch gut für sich. Sie machen es, weil sie lieben, was sie machen. Mhm. Und wenn jemand will etwas wirklich machen, er kann da gut werden. Mhm. Und ich glaube, du hast immer noch diese Werte, wie gut ist das? Ja, wir haben viele Produkte durch Algorithmus und so weiter, die sind ein bisschen like,
unterhaltig und du hörst einmal und zweimal, es ist dir scheißegal eigentlich. Aber es gibt auch viele Künstler, die können dich berühren und die bringen dich eigentlich etwas für dein Leben und sie sind ein Teil von deinem Leben, weil du erinnerst, ich habe zu diesem Song gelost, wenn es gerade mir schlacht oder wenn es gerade mir gut und dieser Song ist ein Teil von deinem Leben und das ist, dafür, ich glaube, liebe ich diese, die Musik. Ja. Yeah. Wo du zu der, ich sage jetzt mal, Musik gefunden hast als Künstler, hast du dir jemals können vorstellen, dass du mal davon lebst, dass du das bald 20 Jahre machst? Ja, also ich, der 24er Stress könnte sich nicht vorstellen, dass wer 44 ist, ist er immer noch um und yeah. kann das Leben haben, der hat durch Wörter, der hat in seinem Kopf und durch Ideen, der hat in seinem Kopf. Und ich glaube, das ist etwas, das ist wirklich toll. Und das finde ich etwas, das ist cool für die neue Generation, weil sie wissen das ganz früh. Sie wissen, dass was sie haben im Herz und im Kopf, ist eigentlich Gold manchmal. Und dann hast du auch Künstler, die pieken eigentlich viel früher, weil sie wissen genau, was sie müssen machen. Mhm. Was sie müssen, wir müssen wirklich auch rausfinden, es war. Okay, von Produktion her, wie es gut tönt, vom Business her, wie es läuft. Und okay, die Business entwickelt sich, wie zu sagen, immer. Aber es ist viel einfacher, Informationen zu überkommen heutzutage. Früher hast du müssen kennenlernen jemanden und er sagt, ja, ich sag dir, es ist so. Heute kannst du viel Dings googlen, kannst du einen wie zu sagen, Talk von jemand schauen und er sagt, es ist so und du hast alle diese Informationen, die ich um und du kannst viel schneller zum Punkt gehen, ich glaube. Ja. Hast du das Gefühl, das ist früher für dich schwierig gewesen, irgendwie eben so Informationen zu holen, zu wissen, was man macht oder hast du einfach drauf los. Du hast einfach gemacht, was du hast wollen. Weißt du, für Kunst, auf die Kunstseite machst du sowieso, was du willst oder was du glaubst, du solltest machen. Aber wie deine Kunst zu handeln, ja, wir hatten eigentlich keine Ahnung. Aber ja, es ist auch normal. Was ist so der Moment gewesen, wo du das Gefühl hast, jetzt passiert wirklich etwas? Gibt es so einen Moment, wo du kannst irgendwie pinpointen? Ich glaube, es gibt diese Momente, wo du siehst, dass du hast zum Beispiel einen Song, die ist wirklich im Radio und es wird gespielt und das hat einen Effekt auch zum Beispiel auf deine Record Sales, auch wie viele Tickets du verkaufst und du siehst, dass es gibt ein Interesse. Yeah. Und das ist wirklich, wie zu sagen, es passiert auch nicht so oft in einer Karriere. Du hast diese verschiedenen Momente, die definieren eine Stufe oder geben dir einen Push in eine Richtung. Mhm. Und dann meistens bist du so boom, 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 aber es ist nicht so eine gerade Linie. Aber wenn man anfängt, bei mir ist zumindest so gesehen, hat man das Gefühl, es ist eine gerade Linie. Ja, straight to the top. Man hat immer das Gefühl, und dann, wenn etwas passiert, denkst du so, das Nächste, was ich mache, passiert das wieder und es passiert wieder. Aber es geht vielleicht von 0 auf 30, aber dann geht es nicht von 30 auf 60, sondern es geht dann vielleicht auf 40. Ja, und ich glaube, man überschätzt immer, wie viel die Resultat von etwas wird. Yeah. Wie viel es wird bewirken auf meine Karriere. Das ist aber wirklich gelernt, dass... Weißt du, manchmal machst du wirklich viel und du hast eine coole Song, oder du hast eine coole Sendung oder du hast, ich weiß nicht, coole Video und die Impact auf eigentlich deine Karriere ist, es gibt eine, aber du musst wirklich viel Geduld haben, weil du musst mehrere von diesen Momenten haben. Yeah. Du musst wirklich immer gut sein und es ist nicht einfach und dafür haben auch viele Künstler diesen Druck und wenn ich rede, manchmal, ich habe mit Naomi geredet und sie sagt manchmal, ich bin müde, von etwas zu spüren oder zu fühlen. Mhm. Ich will nicht mehr fühlen und ich verstehe das. Ja, ja, das verstehe ich auch, weil als ich angefangen habe, habe ich das Gefühl gehabt, keine Ahnung, nach dem ersten Fernsehauftritt, habe ich das Gefühl gehabt, dann
kurz ab. Und dann merkst du den Fernsehauftritt. Und mit der Zeit merkst du so, wie du sagst, es macht nicht nichts, aber es ist so ein Backstein. Ja. Fürs Riesenhaus. Ja, so. Und es ist wirklich diese Step by Step. Ja. Und das ist, und ihn gleichzeitig, man sollte, du weißt, das ist dieser Prozess. Und man, wie soll ich sagen, man hört immer, ja, man muss Geduld haben, aber man hat es so oft gehört, dass man sagt, ja, ich weiß, Geduld, aber du musst wirklich Geduld haben. Es ist wirklich, es ist nicht Wind, wenn man das sagt. Du musst so viel, man braucht so viel Zeit, Massen zu bewegen, Leuten zu bewegen. Und es gibt durch alle diese Überinformationen, die wir haben, ja, wir sehen, es gibt Leute, es geht mega schnell für sie. Aber für meistens von Leuten, es ist wirklich ein Prozess. Ja, und ich glaube, bei denen, wo es mega schnell geht, ist dann auch die Gefahr, dass sie nicht ready sind. Weil sie eben noch nicht die Geduld gelernt haben, noch nicht die Informationen für sich überhaupt angehäuft haben. Also du brauchst ja irgendwie auch einen Rucksack. Ja, weil der Punkt ist, dass es gibt's nichts schlimmer, dass du bist in einem coolen Punkt, aber du bist eigentlich nicht parat. Ja. Yeah. Weil dann die Chance, dass du verkackst, ist riesig. Weil der einzige Weg, dass du verkackst, ist nicht, dass du hast wirklich eine gute Umfeld und sie helfen dich wirklich zu bringen in kurzer Zeit, wo du solltest sein. Mhm. Aber normalerweise es ist ein natürliches Prozess. Normalerweise, ja. Ja, normalerweise. Yeah. Hast du viel für dich, ist ein natürlicher Prozess gesehen? Für mich? Ja. Yeah. Wir haben wirklich, und das ist etwas, wir haben mit unserer alten Label-Marketing-Boss gefeiert. Er ist nicht mit uns mehr, Hank, aber er hat immer gesagt, mit dem Stress, wir haben wirklich die klassisch Aufbau vom Künstler gemacht. Vom einen Album zu dem anderen. Wir waren eigentlich auch konstant mit, wie oft die Alben sind gekommen am Anfang. Und es war wirklich Step by Step, aber immer so. Yeah. Und heutzutage gibt es auch weniger diese Möglichkeiten, weil man hat nicht mehr die Zeit, einen Künstler zu aufbauen, weil das war auf 7, 8 Jahren. You know? Und das ist, bis es peakt. Heute, man sagt, wieso, wir sind seit 6 Monaten auf diesem Projekt, es hat nicht ein Peak ist noch da, ja. Mhm. Vielleicht die Peak von diesem Projekt hast du schon erreicht, jetzt musst du die neue Projekt wieder machen und es muss höher gehen. Ja. Das ist ja quasi der Peak auf der Business-Seite. Künstlerisch ist dann aber auch spannend, wie du auch sagst, wie man sich weiterentwickelt, wie man Sachen frisch behaltet sozusagen, weil es gibt so wie einen externen Druck, aber es gibt ja auch das interne Bedürfnis, etwas zu kreieren und etwas zu machen. Ja, und ich glaube, es geht durch Spaß. Wenn du Spaß hast an was du machst und wenn du kannst genießen deinen Prozess, kommt alles besser. Und wenn du bist nur am Suche etwas und etwas versuche zu ziele und shoote, vermisst du es so. Ja. Yeah. Und ich glaube, das ist wirklich, man sollte, you have to trust the process, innig sie und auch akzeptieren, dass ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ich weiß, dass ich mache, was ich mache für richtige Gründe und ich habe ein Ziel für mich, warum ich bin das am machen und es heißt nicht, 100.000 Franken zu haben, es ist künstlerisch, ich habe ein Ziel und ich bin nicht am links und rechts am Leugen. Ich glaube, dass mein Weg ist so und ich vertraue in meinen Weg. Wie ist denn die Weg und die Prozess, wenn du zum Beispiel weißt, ich weiß nicht, wie lange im Voraus, du weißt, den und den muss Album abgegeben werden. Ja, dann hast du Druck, aber es gibt immer diesen Punkt, dass eigentlich die Beste für mich ist immer, dass die Label ist auch ein Teil von dem Prozess. Mhm. So, wenn du hast diese ersten 5, 6 Songs, du teilst sie und die sagen, ja, die 3, die sind cool und dann vielleicht realisierst du auch, ja,
Vielleicht sind alle cool und bald ist es so, aber es ist ein Prozess, so du kommst zu dem Punkt, du weißt, ich bin am 70% jetzt vom dem Album, was ich fühle, wir haben 70% und dann kannst du sagen, jetzt können wir planen. Aber zu Anfang geplant, wenn du bist am Null, ist voll, ist fucking dumb. Das machst du ja nicht. So. Nein. Ja, aber du kannst haben, zum Beispiel, ich habe diese Projekt nächstes Jahr, die ich will machen, weil es ist in 23 ist 20 Jahre Stress. Ja. Und ich bin am ganz Anfang. Aber ich weiß, 23, die 20 Jahre sind einfach, es ist dann, es muss irgendwo dann raus. Ja. So, du hast diesen Druck. Aber du weißt auch, dass es wird sein, es wird sein. Du musst eigentlich nur im Studio. Ja. Du musst im Studio und Musik machen. Und wie hast denn du, ich frage zu blöd, weil ich habe meinen Prozess und alle haben ihren Prozess. Hast du denn eine Disziplin oder gehst du wirklich oft, wenn du dich fühlst, gehst du mal ins Studio und fährst mal an oder sagst, hey, ich muss, keine Ahnung, 4 Tage in der Woche muss ich ins Studio gehen und irgendetwas machen? Ich glaube, wenn die Leute machen, was sie fühlen, sie würden noch Crack rauchen. Es ist nicht einfach, Musik zu machen. Es ist ein pain in the ass. Es ist schwierig. Und du musst schon eine Disziplin mit dich selber haben. Und zum Beispiel im Moment, ich habe die kleine Frustration, ich habe nicht genug Zeit für die Studio. Ja. Yeah. So, letzte Woche habe ich können nur einen Tag gehen und bist sowieso am Arsch, weil du bist die ganze Zeit am Promo und dann verstehst du auch, aber vielleicht arbeitest du auf einer anderen Seite vom Projekt. Ja, wenn wir haben gearbeitet letzte Woche, es war mehr ein Sprech und wir waren nicht da Musik machen. Ja, vielleicht sollten wir so machen und so machen. Und du nimmst Ideen und du kriegst Ideen, was wir könnten machen, weil am Ende die Anfang von jedem Song ist auch eine Idee und die musst du sie auch kreieren. Also ich finde krass, also jetzt gerade hast du zu wenig Zeit fürs Studio, obwohl morgen Album-Release ist. Ja, aber ich bin schon weiter. Ja. Yeah. Ich bin am Denken am 23, wann dieses Album, weil 20 Jahre für einen Hip-Hop-Künstler in die Schweiz mit der Musik, die wir machen, es ist auch etwas speziell und ich will Danke sagen zu all die Leute, die haben unterstützt durch die Jahre. Es war wirklich ein cooles Ride und ich glaube, es hat viel gemeint für mich, aber ich glaube, es hat auch viel gemeint für viele Menschen, in 2003, wenn wir waren mit der ersten Platte. Diese Platte war auch etwas, die war wichtig für ein paar Leute und ich würde gerne einen Weg finden, wie kann ich Danke sagen. Ja. Ja, das finde ich noch krass, dass du dann schon weitergehst. Und wie du sagst, Hip-Hop in der Schweiz 20 Jahre, ich meine, wo du angefangen hast, ist Hip-Hop. Also die erste Welle ist so ein bisschen durch in der Schweiz und die zweite ist so am Co. gesehen mit dir und danach eine Zeit lang ist alles Hip-Hop gesehen und danach hat es so wieder wie weggebrochen. Es ist so voll. Der Trend ist so riesig gesehen. Und dann weg. Dann gibt Leute, dann sind die Bombays, Pegasus, Sebastian gekommen mit mehr, die singen Songwriting und wie zu sagen. Das hast du nie gefunden, ich nehme jetzt Gitarre anfangen. Aber ich habe mit diesem Typen viel geschafft. Yeah. Und Noah ist eine like closest Freund von mir und wir reden viel und ich glaube, das ist wirklich der Punkt, dass Kunst ist Kunst und gute Musik ist gute Musik und wenn eine Person interessant ist, ist mir egal, was er macht für eine Musik. Er ist interessant und wenn ich mit dieser Person kann reden und es bringt mir etwas, ich will weiterreden. Aber ich bin auch in einer Phase von meinem Leben, wo wenn ich sehe, dass ich muss nur Präsenz machen, mach ich es nicht. Wenn es bringt, wenn die Person oder die Truppe kann mir nicht etwas bringen oder lernen oder stimulieren, mach ich nicht. Yeah. Ich sage, hey, thank you guys, go fuck yourself. Sagst du so? Aber es ist nicht persönlich, ich rede, mach, es interessiert mir einen Scheiß. Yeah. Und dafür finde ich, sinnvolle Exchanges zwischen manchen mega wichtig für wer du bist als Künstler. Du musst das haben in dein Leben, weil dann sind die Leute wirklich ehrlich mit dir. Dann Leute können dich wirklich
wichtige Ideen bringen, weil sie fühlen sich auch safe zu teilen, alle ihre Ideen. Und es geht wirklich um diese Prozesse. Je mehr du dich bist offen mit jemandem, je mehr es fließt. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was dich ausmacht. Du bist absolut authentisch. Ich sehe keinen anderen Weg, so. Yeah. Ich weiß nicht. Yeah. Aber ich glaube, das ist der Punkt, dass für mich, ich habe Respekt für jeden Mensch. Und ich glaube, wenn du hast nicht gehabt, wenn du warst arm, du weißt, wie es ist, nichts zu haben, es ist scheiße. Und jeder hat auch so eine Angst, wieder arm zu sein und so weiter, aber es ist irrelevant. Aber der Punkt ist, du kennst, wie es fühlt sich an, in einem weniger guten Ort zu sein. Mhm. Und du bist sehr dankbar, dass du bist in einem besseren Ort, aber du hast auch, wie zu sagen, viel Respekt für die Leute, die sind in dieses Ort und sie sind immer noch am Schaffen und sie wollen raus von dort. Ja. Und du will auch solche Leute unterstützen. Dafür sage ich auch, dass unsere Musik, unsere Kultur ist nicht für die Bourgeois. Lernen sie in Ruhe, sie können die Musik genießen, aber wenn ich höre, dass es gibt einen Typ und seine Familie gibt dir Kohle, dass er kann dieses Projekt machen und so, ich habe keinen Respekt. Es ist einfach stärker für mich. Es ist like, ich verstehe, dass du liebst diese Musik, mhm, aber mach, aber und es gibt auch den Punkt manchmal, dass jemand ist so gut und dann sagt, okay, du bist so gut, aber meistens sind sie nicht in mein Feld. Sie sind Musik-Geniuses und so weiter. Aber was ich habe gesehen, dass was du brauchst für unsere Kultur, es geht wirklich um diese Grit. Weil das wird auch respektiert. Und wenn die Leute sehen, weil Hip-Hop-Musik geht wirklich, ist wirklich mehr als Musik. Es ist, jemand will sein Leben ändern und verbessern. Und nicht nur sein Leben, aber auch die Leben von seiner Familie, die Leben von seinen Kollegen. Und das ist etwas, die ist sehr, wie zu sagen, it's a big task. Es ist viel. Ja. Yeah. Und dafür finde ich auch diese Musik sehr, sehr interessant. Definitiv. Und ich sehe langsam, aber sicher, was haben wir für Zeit? Was ist denn da? Viertel vor. Wir sind langsam aufs Ende gekommen. Cool. Aber es ist sehr inspirierend gesehen. Und ich stelle zum Schluss eigentlich immer eine Frage. Ja. Man hat es zwar schon so ein bisschen behandelt, aber was machst du explizit, um dich gut zu fühlen? Es ist ganz kleine Sachen. Für mich es ist ein Zusammenhang, weil es ist sehr wichtig, dass ich habe realisiert, zum Beispiel, wenn ich mache Sport, oder zum Beispiel, wenn ich habe die Möglichkeit, surfen zu gehen, es gibt mich so viel. Und es ist eine Drogenlöser in meinem Hirn, das ist die beste Ding. Und ich glaube, es ist wirklich etwas, die ich habe gelernt in den letzten Jahren, dass ich muss regelmäßig diese Momente haben, wo ich kann leben, nur für anderes, diese Bub, die liebt Sport, die liebt Natur, die liebt Wellen. Ich muss haben diese Momente in meinem Leben, wo es ist nur für diese Bub. Vor allem, weil bei so einem Moment, also das habe ich zum Beispiel auch beim Surfen, habe ich das auch schon gehabt, in so einem Moment dann effektiv die Hirn ja nichts mehr anders denkt. Ja, du existierst eigentlich nicht mehr. Ja. Yeah. Und das ist genau der Punkt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Es gibt nur den Moment. Und es gibt so oft, dass ich bin auf einer Welle und ich komme weg von dir, ich komme off von der Welle. Mhm. Und ich habe mir gefragt, fuck, ich war auf die Welle, was ist passiert? Mhm. Ich war so fest in dem Moment. Nur dieser Moment hat existiert. Und dann bin ich plötzlich wieder ja in diese präsent oder in ein anderes Moment. Mhm. Und ich liebe das, weil ich habe den Eindruck, dass diese Momente, wo du nur existierst, ohne etwas zu fragen oder so, zu wollen, du bist nur dort, es sind die besten Momente vom Leben. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe das ab und zu in deinem Podcast. Voll geil. Weißt du, es geht los und man fährt auch schwätzen. Ich habe das auch manchmal auf an Konzerten. Und manchmal ist es ein bisschen frustrierend, weil du machst ein Konzert, kommst raus, yeah, und dein Manager sagt, geiles Konzert. Yeah. Und du bist like,
Schwert. Was? Ja, ich glaube, okay, ich vertraue, wenn du sagst. Aber du bist so in dem Moment, du machst, wie zu sagen, was du, what you are made for. Ja. Aber ja, du in diese Momente vergisst du dich selber. Ja. Das ist die Beste, weil ja. Es gibt, du bist nicht ich am Beurteilen oder die Situation am zu beurteilen. Du existierst nur, alles ist offen, es kommt nur raus. Ja. So eine Comedy-Show habe ich es ab und zu. Und dann, ja, und ja. Dann nenne ich es eben Riding the Wave. Ja, absolut. Wenn das passiert, ist für mich die direkte Korrelation so, du bist eben genau in dem Moment und es passiert einfach. Absolut. Drum, ich habe es heute auch ein bisschen gehabt, weil ich habe nicht gecheckt, dass wir schon über eine Stunde schwätzen. Ah, krass. Voll geil. Und wenn der Podcast draußen ist, das Album ist schon draußen. Darum sage ich dir jetzt auch persönlich Happy Release. Vielen Dank. Ich hoffe, die Nervosität wandelt sich bald in große Freude um. Und komm irgendwann wieder vorbei. Definitiv. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe. Dankeschön. Und danke, Christoph. Bis bald. Peace. Peace. Dankeschön. Hey, danke vielmals. War cool.